Teil 3, willkommen. Remember me? Falls ihr uns nicht remembert, fangt am besten mit dem Let's Play Teil 1 an von Other M. Findet ihr in der Playlist. Und in, ja, und in unserem gut sortierten... Oh shit, was passiert? Oh mein Gott. Kanal. Also ich hüpfe gar nicht seitlich in dem Spiel. Seltsam. Doch, ziemlich dumm. Die Gegner in dem Spiel sind ziemlich schnell ausgeschaltet. Man wusste doch welche, die halten einiges aus. Missile Tank. Übrigens, unser Kanal heißt Game Backtrack. Hier findet ihr Haufen. Ich kann sie eigentlich quasi gar nicht mehr so richtig aufzählen, so viele Let's Plays haben wir jetzt schon. Ja, aber 1000 klingt ungefähr richtig. 1000, ja, 1000 können es schon sein, ja. Kommst du auf 1000? Habe ich 1000 gesagt? Ja. Okay, ich bin einfach blöd. Nein, aber wir haben schon einige Let's Plays hinter uns. Das hat uns Nerven, Zeit, Geld gekostet. Und jetzt dürft ihr euch natürlich mit diesem Spiel erfreuen. Aber Metroid ist ja eigentlich sehr solide, die Marke. Oh! Nicht, dass jetzt auch... Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt so ein Koop-Ei daraus machen. Echt? Weiß ich, ja, sie haben es ja schon versucht hier mit Prime, diesen Battle Mode, dann hier ja Prime cool. Hunters, ja, ist nicht cool, aber du musst ja gucken, das Spiel muss ja irgendwie für denkbar viele Leute ansprechend sein und attraktiv sein. Und wenn so ein Halo schon irgendwie so voll den tollen Battle Modus hat und so und das schon im Kampagnenmodus, wenn du zu zweit spielen kannst, wird sowas, glaube ich, auch irgendwann auf Metroid zutreffen. Das würde aber überhaupt nicht passen. Ich weiß, das wäre nicht schön, aber... Hier hätten sie es sogar theoretisch machen können, weil es hier so viele andere Charaktere gibt. Ja. Aber... Ja, es muss nicht sein, meiner Meinung nach, aber ich habe Angst, dass sie sowas irgendwie daraus machen und es halt... noch mehr Popularität zu erhaschen. Samus, go through the hatch on your right and head towards Sector 1. Lyle went ahead to secure a route to a facility of interest. I'll leave you to survey Sector 1. Ja, der Aufbau ist auch ziemlich ähnlich wie bei Metroid Fusion. Ja. Man ist quasi auf einer Raumstation, die verschiedene Sektoren hat, die irgendwelche natürlichen Gefilde nachahmen, wie ein Vulkan. Hallo, hallo. Haben wir ja sowieso eben schon gesagt, dass es einen gibt. Oder die Area, die ihr gleich sehen werdet. Wir behalten uns bedeckt mit der Information zu dem Spiel, damit ihr es genießen könnt und vielleicht ein Überraschungselement noch habt, bevor Guido alles spoilt. Ich denke mal trotzdem, es wird ein 3DS Zelda geben. Also was völlig Neues, was vorgestellt wird, hoffe ich. Weißt du, was eigentlich echt geil wäre? Ich. Wenn sie die Engine von Ocarina of Time 3D nehmen würden und davon ein neues Spiel machen würden. Das wäre doch echt lustig. Keine Ahnung, ich bin irgendwie Ocarina of Time light. Ja, es wäre ja nicht Ocarina of Time, sondern ein neues Spiel. Ja. Das sind die gleiche Engine benutzt. Das wäre echt praktisch. Und sie könnten natürlich sich dann bei der Gestaltung der Umgebung und so etwas mehr Mühe geben. Ich fände es viel besser, wenn in dem Teil dann Link einfach so einen Heißluftballon hat, der mit einem reden kann. Und dass man dann damit so eine Welt bereist, die unter Wasser ist. Weißt du, was das weißt du, was das Traurige ist? Ja, sonst könnte echt sein. Es klingt nicht unrealistisch, ja, wenn man sich Wind Waker zum Beispiel anguckt. Ja, das ist total witzig. Oder Spirit Tracks. Ja, das ist so schlimm, dass sie echt ein Element nehmen. Du hast auch einen Zug durch die Oberwelt und kannst sie quasi nicht zu Fuß erkunden. Stirb, verdammt. Das reicht. Das ist zumal das Spiel viel besser wäre ohne diese Zugfahrer. Ja, das ist echt das schlimm. Ist echt, wenn ihr das Spiel echt aneinander gestückt hättet, Tempel, 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 bisschen Umgebung, fertig. Ja. Was denn, warum lachst du? Ja, dass die Tempel quasi einfach so aneinander hinbekommst. Ja, dass Tempel das, raus, ja, das ist ein bisschen extrem, aber... Nein, aber das ist... Halt die Oberwelt ist echt scheiße. Ja. Mann. Dann hätten sie auch eine riesige Weltkarte machen können, wo man einfach pointet, hier, ich will nach Kakariko, dann bist du da. Ich bin genauso unkreativ. Ist die Föderation echt dahin gefahren, um nach Überleben uns zu suchen? Wir werden es vielleicht später herausfinden. Also,
Ich bin gespannt. So. Hier sind wir in Sektor 1. Genau. Mal sehen, wie es hier aussieht. Und ob wir Überlebende finden. Das ist echt ein Fusion, ne? Ja. Das ist echt ein Fusion. Du kommst in den Saving Room, da wird die Karte aufgemacht und gezeigt, wo du hin sollst. Ich bin auch in dem Spiel, also ich habe nicht geguided oder so. Ich habe es halt komplett so durchgespielt, das ist auch nicht so schwierig. Aber an einer Stelle hing ich lang, die extrem dumm ist. Ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Ja? Ja. Meinst du mit etwas Grünem auf etwas Grünem? Mhm. Ja, das auch. Ja, das hat schon lange gebraucht. Aber auf jeden Fall so eine Szene war, dass du meintest, oder? Nicht direkt, ich sag's dir, wenn wir da sind. Na gut. Kommt die eher früh oder eher später im Spiel? Früh. Werden wir heute noch sehen, glaube ich. Das ist eine Verschwendung. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ich mag den ersten Sektor trotzdem. Ja. Der ist von der Gestaltung her gut gemacht. Einer der schönsten eigentlich. Geht. Kann man nicht ausweichen. Normalerweise schon. Hey, und es gibt neue Gegnerarten. Ziemlich fiese sogar. Was geht bei denen? Krass. Wow, wie ist er so schnell dahin gekommen? Momentane Teleportation, sag ich mal. Denke ich auch. Naja, es scheint nicht wirklich was zu bringen. Nö. Manchmal sind da ja Tanks drin versteckt, ne? Ja. Ah, der Raum ist echt schön gestaltet. Ja. Das Spiel ist sowieso schön gestaltet. Also grafisch ist es echt schön gemacht. Und ich war bei der E3, wo wir den Trailer gesehen haben von Other M, war schon beeindruckt. Ja. Da dachte ich echt so, okay. Da kommt echt was sehr Dickes auf uns zu. Und es ist auch mal krank, so ein Match zu spielen, das echt sehr storybeladen ist. Wo Fusion hatte eigentlich auch schon ziemlich viel Story. Aber ging ja nicht über andere Teile hinaus. Sie hat die ganze Zeit irgendeinen Kram fixiert, den ich nicht will. Ja. Will. Wem dankst du? Ihr, dass sie endlich die richtige Sache anvisiert hat. Ach so. Ja, und so schnell haben wir auch schon wieder 8 Minuten rum. Ja. Fast 9. Ich finde das echt erstaunlich, ne? Dass echt noch 2 Metroid-Spiele für die Wii erschienen sind, 2 Zelda-Spiele. Ja. 2 Metroid, 2 Mario-Spiele. Ich bin echt gespannt, was noch alles für den 3DS kommt. Echt, bist du? Ja, du nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich hab nicht wirklich eine Hassliebe zu dem 3DS, aber. Ja, du ich hast neue wenig. Dings um die Handhelds. Nein, ich hasse Handhelds nicht, aber ich spiele wenig damit. Das hat nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Also, Kid Icarus Uprising habe ich echt sehr viel gespielt. Echt? Ja. Gar nicht. Also ich hab's halt durchgespielt, dann alle Missionen, vielleicht noch eine. Ja, das hab ich auch, ja. Multiplayer hab ich schon ein bisschen gezockt. Ich gar nicht. Ja, das Tales habe ich leider gar nicht mehr gespielt. Elegant. Ich hab's zweimal durch, ne? Ja. Ja, nur beim Plus geht's schnell bei Tales. Also nicht schnell, aber es geht schon. Weil die Battles halt nicht lange dauern. Oh ja, die Dinger. Wie vollgestopft das Spiel auch ist, ne? Gewonnen, ne? Mhm. Also man kann dem Spiel echt viel vorwerfen, aber die Kämpfe sind es schon ist echt, dynamisch. Ja, es ist echt actionreich und
man es echt das erste Mal spielt, ich war echt beeindruckt. Übrigens, ja, wenn wir euch ein Let's Play empfehlen können, ist es auf jeden Fall das Dark Souls Let's Play, das ist eigentlich sehr gut geworden. Ja. Und das Shattered Memories, weil es ist echt. Das erste, ja. Es ist nicht so. Ja, es ist ruhig, es ist zwischendurch, ne? Es ist nicht so actiongeladen oder so, cool, aber was? Es passieren echt lustige Sachen und das kann ich auch nicht irgendwie. Ja, das Spiel hat teilweise auch auf Greedos älteren Wii. Hä? Ein paar Ladehemmungen. Nee, ich. Sonst hat es eigentlich keine Framerate-Einbußung. Das war eine lange Zeit. Naja. Das war nichts mit Framerate. Ich glaube nicht, dass das an der Wii lag. Meinst du? Und das Einzige, was an der Wii irgendwie ein bisschen kaputt ist, ist das Laufwerk. Also an der CD kann es, glaube ich, nicht liegen, weil die ist blitzblank. Nö, ich glaube, das ist einfach in dem Spiel manchmal. Also jedenfalls lag es am Spiel, denke ich mal. Okay, da kann ich nicht rein. Ja, das Silent Hill Shattered Memories. Von dem Spiel vergessen, muss ich sagen. Das ist schön, ne? Ich glaube, auch ein bisschen neue Experience. Ja, Shattered Memories, wolltest du sagen? Ja, Silent Hill Shattered Memories haben wir ja auf der Wii gespielt. Gibt es eine PS2-Version auch von und auch eine PSP-Version. Aber das Let's Play ist echt sehr schön zu gucken. Ist so ein bisschen. Ist echt sehr filmmäßig. Also, falls ihr das Spiel nicht kennt und euch vielleicht einen kleinen Eindruck davon erhaschen möchtet, schaut euch mal das Let's Play rein. Gibt auch nicht so sonderlich viele Spoiler in dem Spiel, aus das Ending war. Sonst ist es echt so ein kleines Abenteuer. Erkundungsabenteuer. Ist alles zu? Nein. Und das gibt's jetzt auch, so dieser Schulterblick, ne? Mit der Kamera. Dann läuft man langsam. Ja, das ist so ein bisschen, um Spannung aufzubauen. Also ja. Teilweise ist es ein bisschen nervig, weil es doch sehr lang dauert. Ja, im Raum zu durchqueren. Ich weiß, was du meinst. Ja. Gibt später echt eine lange Passage damit. The large cage-like booth looked like something had been raised in it. And in one corner was the miserable form of a researcher's corpse. This victim hadn't sustained the same injuries. The dead I'd seen had been torn apart by something large. This one had been attacked by a different type of creature. And as I studied the violence this creature had wrought, I felt something in the air, the presence of a dark intelligence. Da kannst du nicht in die Ego-Modus gehen. Doch geht. Ah, cool. Ja, die Stelle ist auch ziemlich logisch. Ja, irgendwie gar nicht. Ihr erinnert euch, dass ich eben in diesem Raum hier war und in diesem Tank war nichts. Jetzt ist da plötzlich dieser Zoomer drin und ich kann ihn deshalb anvisieren und die Sonne zerstören. Ja. Ja, deshalb konnte man da eben nicht rein. Ja. Kamera. Ja, das ja so an der Stelle wieder. Es ist da irgendwo, das weiß ich. Ich dachte rechts unten. Dachte. Ah. Ist recht. Nee, was süß. Ein kleines Chicken. Oh mein Gott. Doch eher machen können, oder? Ha, er musste das erstmal dechiffrieren. 5 Minuten lang. Oh mein Gott. Dieser Blick, diese Fresse. Ne? Wenn es einen Schnabel hätte, sähe es ja echt niedlich aus. Aber so. Irgendwie auch was Katzenartiges, ne? Ja, eine Mischung aus Katze und Huhn. Also. Jetzt bekomme ich wieder Hunger.
hier kann ich nicht weitergehen, wenn ich gegen irgendwas Unsichtbares stoße. Wie interessant die Gegner sind. Willst du auch die Nester zerschießen? Das ist nicht da hinten. Nein, da vorne links ja, ein Baum ist umgekommen. Man kann das nicht mal anvisieren irgendwie. Oder jetzt gerade irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Was machst du? Linke Seite ist es. Ja. So. Und das mit dem Holodex finde ich echt eine gute Idee. Ja. Das ist echt geil gemacht. Wurde mit einem Hologramm die Umgebung ein bisschen größer gemacht. Ist doch auch nett. Das hätte ich in meinem Zimmer auch gern. Ja, nur dass es nichts bringen würde. Weißt du, wofür das auch praktisch wäre, um was zu vergrößern? Nein, was denn? Weiß ich auch nicht. Erzähl mal. Die Umgebung ist auch, man muss auch sagen, ziemlich farbenfroh das Spiel, ne? Ja, das ist echt bunt. Echt ein bisschen kitschig schon. Vielleicht schon ein bisschen zu bunt. Ja. Naja, bei Metal Prime war es alles eher so. Wasserfall. Ach, verdammt, lass mich doch mal stürzt. Ey, was zur Hölle? Warum habe ich so wenig Energie? Boah, ich dachte schon, dahinter wäre jetzt noch eins. Das wäre nervig. Genau, und auch eine Erneuerung dem Spiel ist, Gegner hinterlassen keine Energie oder keine Items, auch keine Messhals, weil man sich die selbst regenerieren. Allerdings kann man echt nur 99 regenerieren, mehr nicht. Und die sind schnell weg später im Spiel. Ach, man kann keine Tanks regenerieren? Nein. Nur bei Safe Stations? Nur halt dieses bisschen. Das ist blöd. Und man kann es nur machen, wenn man wirklich low energy ja, ist. Ja, es ist echt komisches System. Das heißt, es ist immer ein bisschen riskant. Weil man kann es ja auch nicht mit einem. Man kann nicht mitten im Kampf einfach stehen bleiben und sich aufladen. Ja, es dauert ziemlich lang. Ist echt klasse gemacht, muss ich sagen. Und hier leider auch ein bisschen so das Manko wie bei Zelda, Gegner zu besiegen, also kleinere Gegner zu besiegen, bringt euch eigentlich gar nichts. Das nee. Ist schade. Also es. Ich will auch nicht für alles belohnt werden in einem Spiel, aber. Nee, XP werde ich jetzt in dem Spiel nicht haben wollen. Nee, aber. Es ist halt so. Gegner sind eher Hindernisse und da nerven euch. Oder sollen euch halt ja irgendwie Energie abziehen. Wobei ich bei Skyward Sword es auch überhaupt nicht gebockt hat, irgendwas zu farmen, damit ich mir irgendwas schmieden kann oder so. Ja. Also viele Leute finden das ja toll, aber ich finde es irgendwie. Also aus Glück hatte ich irgendwie die Materialien zusammen. Ich habe eigentlich fast nur den Bogen abgegradet, weil der halt irgendwie. Weil ich damit nicht mit dem Schwert kämpfen musste, weil ich alles einfach umsnipen konnte. Nee, ich habe mein Schild geupdatet. Ja, stimmt, das habe ich auch. Weil das eigentlich für mich das Sinnvollste war. Mhm. Und der Käfer, den kann man auch, ja. So, das ist verschlossen. Das ist in dem Raum, der verschlossen ist, da hatte ich das Problem. Oder das hier? Oder was? Nein. Hinter dem Raum, der verschlossen ist, der Raum, der dahinter ist. Da hab ich das Problem. Okay, gleich mal gucken. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Was sind wir denn hier? Sind da nicht Glasscheiben? Doch. Ja, sind's. Was machst du? Gehst du wieder zurück? Hat sich die Kamera nicht irgendwie gedreht? Nein. Ich hab's doch eigentlich rechts rausgeguckt, oder? Und dann fällt's einfach unten. Nö. Komisch. Kein Problem. Ich verzeih dir nochmal. Ja, das ist die Toilette, die ich meinte. Ja, dieses Item ist auch seltsam. Seltsam? Ja. Ja, damit lädt sich quasi der Charge-Beam schneller auf. Total vergessen, dass es so. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich hab's irgendwie gerade verdrängt. Wie süß die sind. Wie groß die sind. Ja.
Also wie ihr seht, wir machen jetzt auch einen kleinen Cut. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert vielleicht den Channel, liked uns und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.